Hallo Leute, hier ist wieder der Lower Coach. Lower, the Law of Attraction. Das Naturgesetz der Anziehung. Was du aussehst, was du aussendest, mit deinen eigenen völlig frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, das bekommst du in entsprechender Form zurück. Was du sehst, das wirst du ernten. Das ist ein Universumgesetz. Ich möchte dich heute etwas näher zu deiner göttlichen Quelle bringen. Denn sie ist viel näher, als du denkst. Gott ist nicht irgendwo weit entfernt im Himmel und schaut auf dich herab. Nein, das Göttliche, deine Quelle, ist in dir. Schon Jesus hat gesagt, Gott ist in dir. Was ist dieses Göttliche in dir? Es ist diese Schwingung, dieser Fluss von bedingungsloser Liebe und Wertschätzung, der durch dich fließt. Er fließt durch jeden Atemzug, durch jeden Herzschlag, fließt diese bedingungslose Liebe und Wertschätzung durch dich. Durch jeden Gedanken, den du denkst, durch jedes Gefühl, das du fühlst. Umso besser du dich fühlst, umso mehr bist du im Einklang mit dieser Harmonie in dir, dieser Wertschätzung und bedingungslosen Liebe. Umso schlechter du dich fühlst, umso mehr entfernst du dich von dieser Liebe. Nicht das Göttliche entfernt sich von dir, sondern du entfernst dich vom Göttlichen. Ein negatives Gefühl ist also wie ein inneres Navi. Jeder Mensch hat ein inneres Navi eingebaut. Die Quellfrequenz in dir ist bedingungslose Liebe und Wertschätzung. Und sobald du dich ein wenig von dieser bedingungslosen Liebe und Wertschätzung entfernst, bekommst du ein negatives Gefühl, ein Alarmzeichen, das dir sagt, hey, du entfernst dich von deiner Quellfrequenz, die bedingungslos liebt und wertschätzt. Und wenn du dieses negative Gefühl nicht beachtest, dann verstärkt sich dieses negative Gefühl. Und wenn du dieses negative Gefühl weiter nicht beachtest, dann stoßt du dich vielleicht an einer Tischkante oder schneidest dir in den Finger oder streitest mit anderen Menschen, wirst gewalttätig oder wirst kränklich. Es ist immer ein Indikator dafür, dass du nicht auf deine eigenen Gefühle geachtet hast. Krankheit ist immer ein Indikator dafür, dass du nicht auf dein eigenes Gefühl achtest. Und wenn du wieder mehr auf dein Gefühl achtest, dann kannst du auch wieder gesund werden. Achte auf das, was dir gut tut. Achte auf Gedanken, die sich gut anfühlen. Achte darauf, dass du dich gut fühlst. Denke an Dinge, die sich gut anfühlen. Beschäftige dich mit Dingen, die sich gut anfühlen und zu denen du bedingungslos Ja sagen kannst. Gehe deinem Hobby nach, gehe in die Natur, finde Entspannung. Das Göttliche ist immer bei dir, mit dir und in dir. Das Göttliche ist viel näher, als die meisten Menschen glauben. Das Göttliche ist in dir, in jedem Atemzug. Diese Automatismen im Atemzug. Du bist getragen von deinem Atem, du bist getragen von deinem Herzschlag, du bist getragen von der Energie, von dieser Lebensenergie, die ständig durch dich durchfließt. Umso besser du dich fühlst,
umso mehr lässt du zu, dass diese bedingungslose Liebe und Wertschätzung durch dich durchfließt. Du bist Liebe und Wertschätzung. Und diese fließt permanent durch dich durch. Gott ist mit dir, das Göttliche ist mit dir. Every breath you take, jeder Atemzug, den du machst, das Göttliche ist in dir, es ist mit dir, fließt durch dich durch. Der Einzige, der diesen Fluss zum Stocken bringen kann, bist du selbst, mit negativen Gedanken, Gefühlen, Überzeugungen, mit Groll gegen dich selbst oder gegen anderen, mit dem Pushen gegen die Vielfalt und die Freiheit des Lebens, schränkst du deine eigene Gesundheit und Liebe ein. Du bist bedingungslose Liebe und Wertschätzung. Orientiere dich daran. Hast du ein negatives Gefühl, dann entfernst du dich selbst von dieser bedingungslosen Liebe und Wertschätzung. Das Göttliche ist mit dir. Gerne helfe ich dir als Lower Coach dabei, dich zu öffnen für das Göttliche in dir, damit es dir wieder besser und besser gehen kann. Geh, das Göttliche ist mit dir, das Göttliche fließt durch dich durch. Das Göttliche ist immer um dich herum und in dir. Öffne dich für den göttlichen Fluss der Liebe und Wertschätzung, wovon du ein Teil bist, ein untrennbarer Teil. Gott ist mit dir. Gerne helfe ich dir als Lower Coach, dich zu öffnen für die göttliche Quelle in dir. Melde dich. Ciao.